eons of tyranny, the demon god Adir was finally overthrown by humanity. Though fear of his terrible power endured. And so was formed the Hallowed Sentinels. Our duty being to stand vigil for signs of his return. Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. And in time, Adir's malignant influence pervaded the world once more. In his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow, and with it, hope. A new, grim champion arises. The Dark Crusader. And perhaps it will indeed come to pass that only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Das war gerade ganz kurz Herr der Ringe-Vibes. So ein bisschen Herr der Ringe-Vibes habe ich. Hier mit einem Fight? Nee. Ich dachte, ich spiele das jetzt direkt los. Alter. Leute. Willkommen zu einem neuen Let's Go, Alter. Let's Play Lords of the Fallen. Ich bin motiviert wie Sau, Alter. Lass uns reingehen. Vergehen, verzerren Selbsttäuschung zu glauben. Und nur wenige leben die Offenbarung, die sie so verzweifelt suchen. Sind die Sterblichen im Konflikt zwischen den Göttern nichts als Spielfiguren? Ob das Fleisch der Götter oder des Todes selbst. Alles wird verschlungen, ne? Denn sie muss sterben. Ich musste nur kurz das Fenster zumachen. Ja, okay, hier, kleines Suspense, das bin ich. Ich wurde irgendwie angestochen, haben wir ja gesehen im Trailer. Hab hiervon auch noch einen neuen Grafiktreiber laden müssen, damit das Spiel auch gut läuft auf meiner alten Kiste. Boris, forgive me. And steer this weapon of deliverance to a worthier servant than I. Ach, ich bin gar nicht dieser Kreuzritter. Ich werde jetzt, ich finde die Lampe nachher erst irgendwann, oder was? Der Kreuzritter wird jetzt sterben. You never possessed the metal for this crusader. You failed. Das ist der Typ, der auf sein dreiköpfige Ding da saß. Und ich bin der Typ, der jetzt hier die Lampe findet. Bestimmt so ein richtig schmächtiges Ding.
Wieso ist die Maus hier noch? Kann die mal bitte weggehen? Danke. Alter, wilde Sattbim. Ippims. Ich hab Bock. Ich bin heiliger Ritter? Nee. Udirangre Kriegswolf? Alter. Brutal. Also der heilige Ritter fand ich schon ganz geil. Partisane? Wir gucken einmal alles durch. Ich will mich ja auch nicht ewig aufhalten. Der hat schon mal so ein Armbrust gehabt. Oha, mit einer Lanze. Was hat der hinten drauf? Noch eine einfach zwei Lanzen, wegen der Sicherheit. Falls eine mal stecken bleibt. Schwarz wie der Waldläufer. Oh! Oh, hier kommen aber die Bloodborne-Vibes gerade durch. Aber wirklich, guck mal, Pfeilbogen. Dann so eine Axt. Finde ich ganz geil. Und da, da sieht man auch, was er immer hat. Waffen? Ursprüngliche Gegenstände? Oha, hier kommen gerade die Assassin's Creed Vibes. Hier kommen einige Vibes gerade durch. Ja gut, Magier, da habe ich gar keinen Bock drauf. Kann ich euch jetzt gleich schon mal sagen. Denn ihr hier, Lords of the Fallen, Magier... Feuerkultist, auch nicht schlecht. Ist aber auch so ein Magier-Typ. Wenn ihr Magier Lords of the Fallen Gameplay sehen wollt, seid ihr bei mir falsch. Und das ist verdammter wie immer. Der hat keine Waffen und so. Da startest du als komplette Willen auf eigenes Risiko. Da startest du als kompletter Noob. Ja, weiß ich nicht, Leute. Feuerkultist optisch mega sexy. Aber das ist halt so Magier, ne? Sehe ich mich gar nicht eigentlich. Das war hier Blatt mit der Axt und mit Pfeil und Bogen? Boah. Habe ich eigentlich Bock drauf. Heiliger Ritter ist natürlich auch mega. Kriegswolf sehe ich mich auch nicht. Ja, was sagt ihr? Heiliger Ritter? Oder Schwarzfederwaldläufer? Komm, wir nehmen den Schwarzfederwaldläufer. Hat irgendwie Bloodborne-Vibes. Körpertyp? Mächtig oder schmächtig? Ja, schon ein bisschen schmächtiger, oder? Was sagst du? Jetzt bin ich auf zurückgegangen. Nein. Okay, wir wissen ja, wo wir waren. Kennen wir ja auch. So. Wir nehmen den Typen. Dann gehen wir auf Kopf. Oh, hier können wir noch richtig skillen. Leute, dieses Skillen werde ich... Ich skill mir den jetzt ganz in Ruhe, weil ich es einfach machen will. Das werde ich aber rausskippen. So, Leute. Ganz schnell einen Char gebaut hier. Auf schnelle Welle aber. Ich weiß nicht, ich habe da einfach entschieden. Ich habe mich lange beschäftigt. Ich habe die Treppe gedrückt. Und jetzt habe ich hier mein Bloodborne-Like-Char. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aureus' wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Ja, was ist Elfenmagier, Alter? Hat einfach hier seinen magischen Finger auf meinen Kopf gelegt oder was? Ich bin jetzt hier dabei. Let's go. Schwarzer Bildschirm. Bin ich jetzt doch ein dunkler Kreuzritter? Ich gehöre jetzt, glaube ich, irgendwie zu den Kreuzrittern. Seek me in the bowels of the bridge. Schon der erste Endboss. The greatest import. Let's go, ich bin hyped. Let's go. Dieser schwarze... Oh, nee, was überspringen? Tutorial? Das sieht schon aus wie Gameplay-Sequenz, wie Gameplay-Graphics. Ich bin hyped einfach. Ich muss noch einen Schluck von meinem orangen Ingwer-Saft zuführen. Ingwer, ganz gesundes Zeug, sag ich euch. Ganz, ganz geiler Mist. Schmeckt gut. Brennt, ist ein bisschen brennig auf der Zunge so. Schmeckt gut, brennt und ist gesund wie Zau. So, das hier ganz kurz Vorstellung. Das ist mein Char. Bloodborne-Vibes sind da. Und das bin ich. Oben rechts, ich weiß noch gar nichts. Entweihte Grabstätte. Verwende LS, um mich zu bewegen. RS, um euch umzusehen. Ganz Standardsteuerung. Hier liegt eine... Ach, hier lag ich wahrscheinlich drin. Kamerastellung habe ich, Drehung habe ich vorhin schon ein bisschen höher gestellt, damit ich ein bisschen... Wenn ich so die Standardeinstellung habe.
Ich habe irgendeinen Knopf gedrückt. Abby für einen schnellen Angriff. Und Ethel für einen schweren Angriff. Mit Aufladen. Geht doch ein schwerer ohne Aufladen. Ja. Anvisieren. Ja. Ein schwerer. Ausweichen. Diggi? Ganz ehrlich? Ah, was ist A? Der? Ich spiele mit dem PlayStation-Controller, deswegen hölzernes Kreuz. Wie das auch kaputt geht. Wieso kommt denn da Funken, wenn ich so weit kaputt hau? Ich glaube, ganz ehrlich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das No-Hit-Run wird hier, den ich hier mache. Muss ich jetzt hier sogar lang? Geht auch sprinten? Das ist sprinten, ganz normal. Hey, guck mal, wenn ich sprinte, dann Angriff mache. Und das ist dann nochmal. Er ist doch noch ein anderer Angriff. Was ist, wenn ich sprinte und einen schweren mache? Ja, macht er auch einen anderen. Okay, okay. Ja, Leute, sorry, ihr müsst jetzt mit durch das Tutorial ein bisschen. Wie geht Rollen? Das ist Springen. Ich drücke immer den. Das ist das Rollen, ja. Okay, jetzt habe ich zwei von meinen Heilkreuzen reingehauen, was auch immer die machen. Hier hinter dem. Das wird ein No-Hit-Run, deswegen. Deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig spielen, Leute. Ich hoffe, die Graphics kommen geil an. Und kommen auch geil in. Weil hier. Ich muss auch noch ein bisschen dichter ran manchmal so. Ich muss nachher auch erstmal die Kamera gleich überprüfen. Ich mache gleich erstmal einen Schnitt. Die Graphics, die sind nicht auf volle Qualität, aber die sehen schon ganz geil aus. Also hoffe ich hier. Sound mit dem Wasser auch ganz nice. Entkräfteter Schädel. Ich mache das so, ich sammle mir erst ein paar Sachen. Ich gucke jetzt nicht nach jeder Sache, die ich einsammle. Munitionstasche. Entkräfteter Schädel. Nicht nach jeder Sache, die ich einsammle, nach, was ich da eingesammelt habe. Mit Ziel zu erfassen und zwischen Zielen zu wechseln. Ja, okay. Hat er mich jetzt mitbekommen? Die haben mich jetzt beide mitbekommen. Kann ich auch irgendwie schießen? Das ist meine Lampe. Wo ist mein Pfeil rum? Ich mache jetzt einen Sprintangriff. 134. Bam. Kombo. Was sind das? Das sind die Seelen hier oben. Guck mal. Es ist ein Souls-like-Game halt, ne? Du sammelst Seelen ein. Ist das so? Ist das so hier? Hier ist das Bild für ein Intro, für erste Folge oder so? Wenn ich jetzt da unten bin? Wie mache ich denn? So. Ich hab so Bock. Was ist das da unten rechts? Ah, hier! Lampe? Alter, wieso sieht die Welt denn so anders aus? Yo, guck mal. Hier, guck dir die Wand mal ganz normal an. Denn das? Wieso? Aber ich kann mit der Lampe in der Hand nicht schlagen. Was habe ich... Hat das irgendwas verbraucht? Warte mal, ich mache so. Dann hält er die Lampe da irgendwo hin? Ich bin noch nicht 100% drin. Egal. Erstmal durch... Oh, hier ist gerade Hammer dunkel. Denk dran, ich mache immer noch meinen No-Hit-Run. Drückt beim Vorwärtsbewegung LS, um zu sprinten. Achso, ja, das habe ich ja gerade schon gemacht. Er ist auch relativ schnell, muss ich sagen. Wenn du da mal einen Boss vom Boss abhauen musst. Von einem Boss abhauen musst. Ist die Lampe dann auch gut fürs Dunkle? Geht so. Ja, gut, weiter geht's. Glitch hier, der erste Glitch. Achso, und umschalten? So? Wie viel Pfeil und Bogen habe ich? Habe ich unendlich Pfeile? Ich weiß nicht, habe ich irgendwo eine Pfeilanzahl? Was ist RT und RB? Was ist denn der Unterschied? Ach so,
Das ist mit Visier und das ist... Das ist einfach No-Scope. Ich glaube, so schießt der Döller und das... Da oben, da ist irgendeine Anzeige jetzt leer gegangen. Die dritte Anzeige oben links ist leer gegangen. Ist das die Anzahl von meinen... Egal, dann schalte ich erstmal wieder auf Lamp. Ich muss eh gleich einen kleinen Mini-Break machen. Ja, aber nach da unten, da war doch ein Item, oder nicht? Da wollte ich doch eigentlich auch. Habe ich Schaden bekommen? Ich habe sogar Fallschaden. Bei dem kleinen Sturz habe ich Fallschaden bekommen. Okay, weiß ich Bescheid, dass man... Fallschaden wird hier noch groß geschrieben, glaube ich. Okay, jetzt will ich euch auch was bieten. Deswegen geht's jetzt weiter. Okay, wenn ich das jetzt noch dreimal mache, bin ich tot. Da gehen schon mal Grüße raus an meinen ersten Tod im No-Hit-Run. Kann hier überhaupt irgendwo was drin sein? Sind hier auch mal versteckte Wände? Da steht schon der erste dicke Boss. Wenn ihr das mit anvisiert habt, führt mit B schnelle Seitenschritte um euren Feind aus. Drückt zweimal B für eine Rolle. Klassiker. Das ist der Klassiker. Okay, der will einen Feind. Ist das Magie? Er wirft gleich direkt den Feuerball, oder was? Kombo. Eine Feuerbälle aufgeworfen. Geil. Nochmal hier kurz ganz langsam. B, feindlichen Angriff auszuholen. Mit B schnell drauf zu oder drückt zweimal B. Kamera lags gerade ein bisschen. So, öffnet euer Inventar, wählt den zu bearbeitenden Slot mit A und... Ja, ja, okay. Wurfstein. So, erstmal ganz kurz das Inventar... Achso, nebenbei, ganz klassisch, geht nebenbei das Spiel weiter. Souls-like-mäßig natürlich. Wir haben unsere Axt. Die ist erstmal schon mal richtig billig irgendwie. Oh, hier auch die Skill auch. Ey, das ist absolut Souls-like. Da unten siehst du den Typ hier. Blutschaden, Feuer... Gift, Eis, was weiß ich, Licht, Magie, Gewicht, wo ist die Stärke allgemein? Da unten Angriffskraft 102, steht da unten irgendwo. Schon mal gut zu wissen. So, dann haben wir unser Schild, unseren Bogen, hier Eichenpfeile, Munition. Munitionskosten sind das immer. Okay, das heißt, da unter sind die Munitionskosten. Die dritte Balken. Und das gehört einfach, die Pfeile, die du ausgerüstet hast, haben die beiden Funktionen sozusagen. Hier meine Kluft, da wird sich wahrscheinlich im Laufe des Spiels auch noch eine andere angelegt. Die bis jetzt finde ich eigentlich ganz geil. Ein Gegenstand mit dem Pitats Heil und Blut angewendet wird. Verbessert euer Strahlen, um mehr Einsicht zu erlangen. Jo, habe ich mir schon zwei reingeknallt davon. Alles gut. Hier Munitionstasche. Ein Beutel mit unterschiedlichen Munitionen. Unzählige Menschen sind... Okay, heißt, kann ich wahrscheinlich einmal meine Munition auf... Gewehr 200 Kraft. Was ist Kraft? Ist das wie die Seelen? Ja, gibt mir 200 Seelen. Belastung. Ach so, da unten sehe ich gleich, ob ich mittelschwer oder leicht bin. Jetzt bin ich aktuell auf Mittel. Okay, gut. Habe ich durchgesehen. Ja? Hier, hölzernes Kreuz. Was sind das? Nahkampfwaffen. Achso, ich kann auch mit dem hölzernen Kreuz kämpfen. Was ist das? Wurfhand? Da kann ich Steine mitwerfen. Den Wurfstein zum Beispiel. Das sind meine Eichenpfeile. Das ist meine Kluft. Die 5 Leuchtfeuer. Panzerfärbung. Erlaubt es die... Okay. Gesten. Klassiker. Und alles. Ah, okay, ja.
Sehe ich durch. Charakter. Haupthand, Nebenhand. Ja. Okay, gehe ich auch mit. Tinkte. Tinkte. Was ist denn Tinkte, Digi? Ein Ausrüstungsteil gefärbt. Ach so, jetzt habe ich den Hut schwarz gefärbt. Jetzt die Rüstung. Oh, ich habe Scheiße gemacht. Jetzt die Handschuhe noch. Und jetzt die Hose. Ja, geil. Oh, gut, okay, alles klar. Das ist Einstellung, das ist beenden, das ist weiter. Alles gut. Weiß ich erstmal Bescheid? Wir machen weiter. Beim nächsten großen Cutscene oder so mache ich erstmal Pause. Fernkampf. Genau. Ein Fernkampf. Alle Fernkampfangriffe verbrauchen entweder Munition oder Mana. Gut, ich habe Munition halt. Ja, okay. So. Ich muss mir das alles durchlesen, damit ich das Spiel auch verstehe. Sorry, Leute. Für Bögenarmbrüste LT gedrückt, um Fernkampfmodus zu bleiben. Das Schnellgriffmenü zeigt, wie du zwischen verschiedenen Munitionstypen wechseln kannst. RB für einen schnellen Schuss, RT zum Zielen durch Visiere, wenn du einen Feind anpeilst. Sind beide Schüsse schnell. Für Katalysatoren halte LT gedrückt, um Fernkampfmodus zu bleiben. Zeigknopf. Ich sehe noch nicht ganz durch. Ich teste es natürlich. Umschalten. Boop. Visieren. Und dann ganz gepflegten No-Scope-Headshot. Nee, ist ja jetzt gescoped. Boah, ich habe mir die Kamera auch ein bisschen doll gedreht. Oh, das war ein Heady. Der hat eine 194er bekommen. Ich glaube, damit ist er erstmal bedient. 194er ist erstmal schmackhaft für so einen Mini-Hit. Was hat er hier gehackt? So, denn hier die Lampe mal anstellen? Guck mal hier. Da hat er drauf rumgehackt. Heftiger Typ, was ist das denn? Ach, das wollen sie, dass ich das runterschieße, ganz klassisch. Oh Scheiße, das ist mein letzter Shot. Ja, das war's mit dem Item. Wie kann ich springen? Wieso springt er nicht? Ja, das war's. Das erste Item, was ich nicht kriege. Was leuchtet? Ja, die Lampe leuchtet, okay. Die leuchtet denn, wenn hier in der Nähe so eine Scheiße ist? Kann ich die denn wegmachen? Die kann ich nicht wegmachen. Erstmal weiter. Ja, wow, jetzt habe ich keine Fallen Bogen. Er leuchtet jetzt hier die ganze Zeit. Guck mal, so will ich hier nicht durchkommen. Oder wie es aussieht, komme ich da durch. Ja, das wird mir wahrscheinlich nachher noch erklärt. Motten weisen im Umbral auf wichtige Orte hin. Wählt eure Umbra-Laterne, hebt sie, um einen Blick auf den Umbra zu machen. Alter! Das ist irgendwie ein neues Feature. Das heißt, deswegen geht es jetzt hier nicht auf. Und wie kriege ich die Scheiße wegbesiegt? Verstehe, in manchen Gebieten kommst du so normal weiter und in manchen nur mit dieser Umbra-Laterne. Oh Scheiße, der haut ab. Komm her. Christendecken. LB und RT gleichzeitig, um einen Angriff mit mehreren Treffern auszuführen. Was ist denn LB? Der? Ah, kann ich hier gleich eine Kombo raushauen? Das muss ich mir alles erst mal merken. Die Angriffskombination.
Alle Angriffe können einkommen, die dazu gehören auch Nahkampfhören. Außerdem können Nahkampfstellungen dynamischen Mittels gewechselt werden. Einhändig und zweihändig. Experimentiert mit verschiedenen Nah- und Fernkampfwaffen. Und Arbeit. Okay, das ist das, dass man auch zwei Waffen tragen kann. Das ist, zeig mal, einhändig. Ja, hier ist der zweihändige Stil. Fams. Doch die Combo jetzt gewesen. Das ist doch die Combo dafür. Wenn ich nur den Druck mache, so, ja, okay. Fettes Gemälde hier auf jeden Fall. Ja, ich halte mich hier ganz schön lang auf. Drückt ihr denn zwischen einhändig und beide? Ja, ja, habe ich jetzt rausgefunden. Schön, danke für den Tipp nochmal. Hier würde ich wieder zum Anfang rüberkommen. Habe ich mit. Ach so, warte mal. Ich kann doch. Warte mal. Ich kann doch hier umschalten. Munitionstasche. Dann ist meine Munition wieder voll. Ja, nice. Und jetzt will ich da oben hinschießen. Wie habe ich denn da letztes. Wie ich denn da so hart vorbeigeschossen? Ich bin doch jetzt voll drauf, oder nicht? Jetzt bin ich daneben. Wollt ihr mich verarschen? Wie genau muss ich denn da zielen? Hä? Ich schieße ihn jetzt einfach da auf die Füße. Jo, wie billig war das denn? Hölzernes Kreuz, einfach auf Füße geschossen. Achso, jetzt muss ich immer umschalten. Ja, okay. Das muss ich wahrscheinlich besiegen, um durch die große Tür zu kommen. Da geht's weiter. Ist eure primäres Werkzeug zur Heilung und wird bei der Wiederbelebung aufgeladen. Schnellauswahl, genau. Ja, das habe ich auch. Und ja, das habe ich. Habe ich soweit verstanden. Wo geht denn jetzt der Schlauch lang? Wo ist denn der Schlauch? Hier. Da oben geht der Schlauch lang. Der geht darüber auf jeden Fall. Hier sind auch wieder Motten. Erzeugt durch das Halten von X einen Riss, um nach Umbral zu wechseln. Achtung, ihr könnt Umbral nur an bestimmten Punkten verlassen. Ach, das ist ein Ort. Ich habe einen Schreck bekommen gerade. Das heißt, ich komme jetzt hier nicht mehr hoch. Ich kann mich hier nicht bewegen. Doch, kann ich rollen an dem Scheißmesser? Ja, wenigstens das. Aber die Brücke ist die nicht gerade. Ach so, sobald ich den Umbral verlasse. Soll ich das jetzt machen mit einem. Und wie mache ich denn das? Doch nicht mehr. Ach man. Fehlt der Terne LT und er schafft dich. Ach, jetzt habe ich den ganzen Ort gewechselt und bin im Alter. Das ist ja insane. Dann komme ich jetzt nicht mehr zurück. Fing er hier so hart, ne? Oh, jetzt habe ich meine zweite Munitionstasche verbraucht. Komme ich jetzt nicht mehr zurück zu irgendwann? Zum normalen Ort? Ne. Ist das da auch ein Gegner? Ich habe sogar Schiss da an, da runter zu gehen. Ist das ein Gegner? Seelenschinder-Hindernisse. Wird eure Umbral-Laterne, hebt sie LT und RT. Okay. Ist das so ein Ding?
Hier komme ich nicht weiter, ja. Tut die mir was? Jo. Umbral hat auch diesen wilden, ganz wilden Hintergrund. Dieses Hintergrundrauschen und diese Geräusche. Umbral ist richtig düster. Das macht mir richtig Panik. Seelenschimmer gegen Feinde. Kann ich die auch ohne? Das ist jetzt die Frage. Ich mach's jetzt einmal mit. Mich da erst mit einfuchsen. So richtig durchgesehen habe ich da jetzt noch nicht, muss ich sagen. Und wieso habe ich an meiner roten Liste da jetzt auch so einen grauen Balken? Seht ihr das da oben? So, ich sage ja so richtig. Wird eine Ladung verbraucht? Das gilt nicht, wenn Seelenschinder in der Umgebung verwendet wird. Wie sieht ein Objekt? Wird einmal und setzt ein Seelenschinder. Und setzt Seelenschinder mit RT ein. Und was wird denn verbraucht? Eine Ladung, oder was? Aber im Objekt nicht, oder was? Zeig mal. Boah, hier ist so viel Input am Anfang. Was ist das für eine erste Folge? Heftig. Das ist mir schon, muss ich sagen, fast zu viel. Wird eine Seelenschinderladung verbraucht? Okay, habe ich gerafft. Wieder als zu erlangen, wählt eure Oma, hebt sie und zapft eure Feinde oder Blasen mit RB. Ach so, RT zum Schinden, RB zum Zapfen. Das Anzapfen gewährt auch zusätzlich geschwächt Gesundheit zurück und sammelt von Feinden in dem Gebiet zurückgelassene Kraft. Das heißt eben, das ist. Ach hier, das ist. Das sind die Kugeln? Das ist Zapfen? Das war Zapfen? Okay, jetzt habe ich einen wieder voll. Und RT ist dann angreifen. Puh, also das ist alles ganz schön viel Input, muss ich sagen. Da könnte ich zapfen und hier... Eure Gesundheit wird geschwächt, wenn ihr Umbral betretet oder bestimmte Aktionen mit Umbral latent durchführt. Geschwächte Gesundheit kann durch Schaden an Feinden wiederhergestellt werden. Werdet ihr verliert allerdings gesamt... Ach, da oben. Aber ich kann den auch ganz normal so besiegen, oder? Ja, normal, ja. Ohne dass ich ihn abzapfen muss. Und hier kann ich aber auch wieder die Dinge abzapfen. Und jetzt habe ich aber auch Gesundheit wieder zurück. Du, hier musst du erstmal durchsehen. Der kriegt erstmal so einen heftigen... Colin in seinem Sack. So, der will Umbral-Laterne ab. Ach so, jetzt hat die Seele seinen Körper verlassen. Und da wurde die wieder, ist sie wieder reingesaugt worden. Ich dachte vorhin, als die Seele so seinen billigen Körper verlassen hat, dass er mich damit angreifen will. Da ist so ein Ding. Hier, von hier zapft er, ne? Da muss ich da hinten noch zapfen. Jetzt habe ich einen voll. Ist das denn auch ein Gegner? Komme ich da hoch irgendwie? Heiliges... Kylie, heilige Quintessenz. Ich mache jetzt erstmal das Tutorial zu Ende. Achso, das ist genau, nur an Gegnern verliere ich das. Das ist mir hier schon fast zu viel alles. Und die Kamera ist doch ganz schön schnell eingestellt, muss ich sagen. Drückt beim Fallen RB oder RT, um einen Sturzangriff zu machen. Natürlich den Fern. Was ist das hier für ein Ding? Boah. Die
Mal weiß ich jetzt nicht, ob mir das so gefällt, muss ich sagen. Ein bisschen spooky ist das. Da werden meine Augen auch ganz trocken, muss ich sagen. Durch den See kann dein Feind mit... Was? Durch den Feind mit... In jede Richtung gedrängt werden. Wieso, haben die Schiss davor? Kann der auch runtergedrängt werden? Hat der Schiss davor? Zeig mal. Das ist gar kein Gegner, oder doch? Doch. Ja, der hat Schiss davor, guck mal. Aber er greift trotzdem an, obwohl er Schiss hat, die Sau. Ohne Anvisieren, finde ich, ist ganz schön schwer einzutreffen. Oh, er will einen dicken Hieb ausholen. Ja, er wird halt kurzzeitig irgendwo hingedrängt. Aber jetzt nicht so, dass er aktiv dauerhaft Schiss davor hat. Was war denn da jetzt dran? War da so eine Essenz drin? Je länger ihr euch im Umbral aufhaltet, desto mehr werden die Bewohner auf euch aufmerksam. Desto gefährlicher die Bewohner die Jagd auf euch machen. Der andere macht Fernangriffe, die Sau. Was ist denn das für ein Auge da? Er macht Auge! Umbral macht Auge. 210 fügt der Schwere zu. Okay, ihr seid. Das werden die alle wirklich schnell sehen. Ist aber geil, dass er so ein bisschen automatisch anvisiert und den anderen muss ich jetzt. Boah, ist das der andere schon der Zauberer? Das war der Wichser. Kann ich die auch einfach kaputt laufen? Ja. Ich rush jetzt. Rush jetzt, kein Bock gerade mehr hier auf die Arschlöcher. Den anderen einfach weggerannt? Der kriegt hier noch einen schweren ab. Er ist weg. Scheiß drauf. Hoch da. Kletter geht auch schneller? Ja. Da komme ich jetzt hier wieder aus Umbral raus. Umbral. Hier kann ich doch jetzt wieder auf Umbral raus, oder? Zeig mal. Er wird mir das ja gleich erklären, wie ich aus Umbral wieder rauskomme. Geh doch rein hier. Was ist das? Kommt jetzt hier der erste Boss? Bams. Ach, damit geht jetzt unten die Tür auf. Ja. Klassiker. Damit habe ich die Blume dann kaputt gemacht. Guck mir das alles einmal an. Mach ruhig hier. Geht dich von allein gleich auf? Nee. Ja, und hier wird mir nochmal gezeigt, wenn du aus hohen Höhen fällst, kriegst du Fallschaden. Wer rülpst denn da hinter mir so billig? Wieso gehen die manchmal selber tot? Das muss man auch erstmal raffen. Hä? Entstehungsbildnisse und Umbrals. Ach, an dem Ding kann ich das machen. Hier aber auch komplett anders, oder was? Ja, hier ist jetzt zum Beispiel nicht mal mehr ein Balkoni. Kommt da unten jetzt eigentlich noch ein Endboss, bevor ich da durch die Tür komme? Fallschaden. Ist er salzig jetzt deswegen? Whoa. Niedergestreckt, die Sau. Achso, hier wäre ich eh runtergefallen. Ja, nice. Tja, das war so ein bisschen ein Tutorial jetzt, oder was? Boah, das ist ganz schön viel. Mal gucken, ob ich damit klarkomme. Boah. Verlassener Rothain. 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 Man will das direkt Englisch aussprechen, Alter. Ja. Kann man hier mal runter, einen Blick runterwerfen?
Ich muss meinen Kopf dabei heben, dann kann ich nämlich immer ein bisschen mehr sehen, weißt du? Da ist hier so ein Speicherpunkt. Überreste aktivieren. Überreste markieren Orte, an denen frühere Lichtschräge gefallen sind. Jetzt Wiederbelebungspunkte. Ihr könnt euch zwischen aktivierten Überresten hin und einen anderen Lichtträgern rufen. Ach so. Und Ruhen, damit resette ich auch. Charakter aufwerten, geht das hier an so einem Ding? Stufe, ganz normal. So. Aha, ich brauche 1500 und ich habe 2,5. Okay. Was ist der Klassiker? Vitalität und Stärke. Der Klassiker, wie in jedem Souls-Game, erstmal ein Stärke dazu. Vitali habe ich genug. Bob. So. Dann Ruhen, um mich zu heilen, oder? Oha, richtige Ladesequenz. Wird durch Ruhen auch immer meine Muni aufgefüllt? Gegner reset safe. Wenn Gegner reset ist, müsste ja da oben einer stehen. Ja, der steht da oben. Ich hätte hier gleich auch gemacht. Verlassener Rothain. Ja, Leute, ich mache hier ganz... Achso, wenn ich Pause drücke, ist ja immer gar nicht die richtige Pause, ne? Aber hier kann ich Pause machen. Ich mache ganz kurz Pause hier, Leute. Ich muss hier erstmal klarkommen und die erste Aufnahme verwerten. Dies, das...